Sie bleibt da vorne stehen. Keine Ahnung, was wir Ja. Schon zwei Beamten hier und zwei Leute da. Ja. Und da waren wir gewesen. Ne? Ich kenne das Einsatz. Ich habe schon eine Runde, stellen Sie auch. Wir haben Den hat er doch auch schon gestern bedroht. Wer hier wohnt? Polizei kam nur helfen. Da muss man den Russen die Rechnung aufbrummen. Den müssen wir. Mein Name ist Thomas Held, Pressesprecher Polizei Köln. Es hat hier eine Auseinandersetzung in einer Wohnung von einem Mehrfamilienhaus gegeben zwischen drei Männern. Zwei Männer haben das Haus verlassen und sich an die Polizei gewandt. Die haben Angaben uns gegenüber gemacht, dass in der Auseinandersetzung ein Messer eine Rolle gespielt haben soll, mit dem auch gedroht worden sein soll. Und wir haben Hinweise bekommen von den Zeugen, dass der Mann, der noch in der Wohnung ist, über eine Schusswaffe verfügen soll. Deswegen haben wir als Polizei hier den Bereich abgesperrt. Wir haben Spezialeinheiten angefordert. Die Kollegen von den Spezialeinheiten haben eine gezielte Festnahme vorbereitet, die mittlerweile auch durchgeführt ist. Der Mann, der noch in der Wohnung war und jetzt festgenommen ist, ist unverletzt und ist gerade eben ins Polizeipräsidium gebracht worden. Wo hat sich das Ganze denn abgespielt und wie lange hat das gedauert? Das hat sich hier in dieser Straße abgespielt, in einer Wohnung, in einem Mehrfamilienhaus. Die genaue Etagenanzahl ist mir im Moment nicht bekannt. Und der Einsatz hat ungefähr anderthalb, zwei Stunden gedauert. Wie viele Spezialeinheiten waren da im Einsatz? Können Sie dazu was sagen? Dazu kann ich aus taktischen Gründen nichts sagen. Was haben Sie denn jetzt noch gemacht? Sie haben die Wohnung durchsucht? Die weiteren Maßnahmen laufen jetzt natürlich erstmal. Das Wichtigste für uns ist erstmal gewesen, die Person, die Zugriff auf die Waffe gehabt haben soll, zu fixieren, sodass keine weiteren Gefahren mehr von der Wohnung und von diesem Mann ausgehen. Kollegen sind natürlich jetzt im Moment in der Wohnung und durchsuchen die Wohnung. Über die Ergebnisse dieser Durchsuchung liegt mir im Moment noch nichts vor. Wie alt war die Person denn? Ich muss im Moment davon ausgehen, dass es sich um einen 35 Jahre alten Kölner gehandelt haben soll. Aber auch das müssen wir jetzt letztendlich noch abklären.